hoch am Himmel den Ozean nie berühren. Zeigt uns das Abendlicht auf sicherem Weg, das baldige Nahen der tiefschwarzen Nacht. Durch ihn gedeihen, blühen und wachsen wir. Er ist Gesetz und Richter in einem. Auch ihr werdet seinem Urteil nicht entgehen. Zieht nach Kräften! Zieht für den Himmel! Zieht für Gott! Zieht, meine Kinder! Bewegt eure schmerzenden Glieder! Zieht! Vergib mir, Vater, was immer du mich lehrtest. Ich habe dir nicht geglaubt. Und du, Vater, zürntest mir, weil ich nicht aufpasste und dich nicht verstand. Jene, die Gottes Gesetze mit reiner Seele erschauen wollen, haben ihre Augen dankbar zum Himmel gerichtet, wo ihrem vorbestimmten Weg durch die Sterne Friede beschieden wird. Sieg nach Kräften! Der fallende Regen bringt des Herbstes Nässe. Gottes starke Gesetze erhalten uns alle. Jede Kreatur auf eine andere Weise am Leben. Und wenn wir sterben, geschieht auch das durch ihn. Denn unser Schöpfer sitzt hoch oben. In seinen Händen hält er purpurne Zügel, die die ganze Welt im Zaum halten. Er als euer König regiert mit göttlicher Macht. Zieht nach Kräften! Liebe Mutter, erinnerst du dich noch, als Vater von unseren Ersparnissen sein erstes Auto kaufte? Diesen blau-cremefarbenen Zephyr? Er fuhr wie ein Verrückter nach Hause und musste jeden, der an der Straße stand, mitnehmen. Und das nachts. Er hat unser Leben aufs Spiel gesetzt, Mutter. Hey, you! Call the police! There's a madman around! Running down! Underground! You got a heart of glass! A heart of stone! You wait until I get you home! You got no future! You got no past! Shadows, whispering voices, face on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? Modell. Unsere speziellen Kreditarrangements haben den sogenannten Langzeitbonus. Ihr Vorteil, unser Verlust, ohne Risiko.
Der Honeymoon Special, Sir, von einer gepflegten jungen Dame. Eine Nonne. Das klingt vielleicht unglaublich, aber es ist so. Sie können gerne anrufen und sich überzeugen. Ich hoffe, die ehrwürdige Dame ist noch am Leben. Wie viel? Oh, ich bin froh, dass Sie mich das fragen, Sir. Ist unser Papst ein Katholik? Ich würde keine Zeit verschwenden, Sir. Ich sehe, dass die Gentlemen einen sehr guten Geschmack haben. Bei Ihnen zählt nur die Qualität. Und nicht die Kosten. Hab ich recht? Oder lebt der Braunbär etwa im Wald? Wie viel? Wie viel? Was für eine Frage. So kühn zu sein, wo selbst Engel befürchten zu stolpern. Wie viel? Ist der Wagen ausschließlich zum privaten Gebrauch oder wollen Sie ihn auch geschäftlich nutzen? Sozial und dumm oder geschäftlich, wie wir Händler zu sagen pflegen? Etwas von beidem. Oh, oh, dieses Automobil ist für jeden Zweck hervorragend geeignet, Sir. Hier ein guter Rat von einem alten Krieger. Kaufe jetzt oder halt für immer die Schnauze. Wie viel? Wie würden Sie sich vorstellen, bezahlen zu wollen, Sir? Ein Kreditgeschäft oder per Bankeinzug? Ein kleiner Hausfrauenkredit? Lucky Jim Credit Card, seine Briefmarkensammlung? Eine Geiselnahme, Postanweisung? Mit Perlen oder Halsketten? Cash, wie viel? Cash? 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 Oh, ja, also in Cash? Ungefähr 3 Riesen. 500. Geht in Ordnung. Hey! Hey, Sie! Hören Sie auf! Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht entzweien! Token Bingo, play it now. The more you win, the bigger the prize that's falling down before your eyes. Token Bingo, play it now. Hier eine wichtige Meldung. Autofahrer in der Gegend der M40 sollten auf einen Fremden mit dunkler Sonnenbrille und braunem Regenmantel achten. Er trägt einen verbeugten Koffer bei sich. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Mörder, der 3 Menschen brutal niedergemetzelt hat. Diese Personen hatten angehalten, um ihn mitzunehmen. Die Opfer waren ein Hauptbuchhalter, ein Tänzer und eine Nonne aus dem Orden der sorgenden Schwestern. Von dem Fremden weiß man, dass er sich als Priester verkleidet und Stöckelschuhe trägt. Die Autofahrer werden gebeten, unter keinen Umständen anzuhalten. Ich rieche Jugend. Reife Jugend. Sie haben doch keine Waffe da drin, oder? Warum brauche ich die hier? Woher kommen Sie? Ja, woher kommen Sie? Gut, dass Sie zweimal gefragt haben. Wissen Sie, ich bin zweisprachig. Ich bin ein zweisprachiger Analphabet. Ich kann nicht lesen, aber das zweisprachig. Übrigens war ich gerade angeln mit Salvador Dali. Er benutzte bunt gesprenkelte Angelschuhe. Wir fingen nur jeden zweiten Fisch. Anschließend spielten wir Poker mit Tarotkarten. Ich hatte ein Full House. Dann sind 4 Menschen gestorben. Einer davon war eine Nonne. Sie sind sehr von sich überzeugt, nicht wahr? Ja. Einige Leute nennen mich eingebildet. Ich weiß nicht warum. Ich bin nur müde. Ich war die ganze Nacht unterwegs und versuchte, den Herrn zu preisen. Ich musste Luzifer bekämpfen, bevor der Tag zu Ende ging. Kenne ich Sie nicht? Ich weiß nicht. Ich war blind. Aber dann begann ich Karotten zu essen. Tagsüber kann ich immer noch nichts sehen. Möchten Sie einen Schluck? Nein, danke. Das ist sehr nett. Ich werde den Kellner rufen. Schön, ich liebe das Radio. Ich hatte mal eine Freundin, die öfter im Radio gesungen hat.
Sie hatte eine Stimme, die klang wie ein verrosteter Marmeladeneimer. Sie war ein schönes Mädchen, sehr, sehr schön. Als ich sie das erste Mal traf, kam sie gerade vom Psychoanalytiker. Ja, sie sagte, er hätte ihr nicht geholfen. Ich fragte sie, warum. Ich bin Nymphomanin, antwortete sie. Und mich können nur jüdische Cowboys antörnen. Das tut mir sehr leid, sagte ich. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Bucky Goldstein. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Little things I should have said. Ich wusste gar nicht, dass sie Violine spielen. Geschrieben. Aber ich kann keine Noten lesen. Also kann ich es auch nicht singen. Ich frage mich, ob es dieses Lied sein könnte. Ich will dahin. Aber mir gefällt es hier, wo auch immer das ist. Gefahren. Jetzt sollte ich mich eigentlich besser fühlen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das überstehen werde.
Haben Sie gewählt? Haben Sie gewählt? Gut. Wir beginnen mit den Austern und dann hätte ich gern die Seezunge Belgique. Seezungenfilet Belgique. Irgendwas zu trinken? Den Chateau Latour, 1942. Den Chateau Latour, 1942, guter Jahrgang. Geteilt durch... Durch null. Haben Sie gewählt, Sir? Fertig. Eier, Bohnen und Chips. Zwei Würstchen, ein großes, ein kleines, Tomaten. Tomaten, Speck. Gebratenen Speck natürlich. Und... extra irgendwas zu trinken? Ein Töpfchen schönen Tee. Tee? Ja, Tee. Unser Tee ist sehr gut. Lass mich raus! Na, mach schon! Beeil dich! Ich will hier raus! Wenn du mich nicht sofort rauslässt, kriegst du großen Ärger! Mach schon! Lass mich raus! Ich will hier raus, hörst du? Beweg deinen tollen Arsch! Du sollst deinen Arsch bewegen! Wenn du jetzt nicht aufmachst, ruf ich die Polizei! Wird bald! Ich danke dir vielmals. Gute Fahrzeit. Durch null. Entschuldigen Sie. Dünnes braunes Butterbrot. Wasserschein? 1942er Chateau Latour. Austern auf einer Silberplatte mit zerstoßenem Eis- und Seegrasgarnierung. Möchten Sie den Wein probieren, Sir? Nein, der ist sicher in Ordnung. Was starrst du mich so an? Ach, nur so. Nur so. Wollte ich dir geraten haben? Thank you.
Eier, Bohnen, Chips, gebratenen Speck, Würstchen, ein großes, ein kleines, Tomaten. Die Extrabohnen, das Töpfchen Tee. Ja, als Beilage, die Extrabohnen. Sie haben wohl eine weite Reise vor sich. Oh ja, ja. Wir spielen in Scunthorpe. Ah, ich verstehe. Ich hoffe, Sie gewinnen. Ziemlich dumm, aber ein geiles Gestell, findest du nicht? Sie müssen nicht weit, oder? Ich fragte, ob Sie einen weiten Weg vor sich haben. Wir müssen das Scunthorpe. Vorausgesetzt, dass diese Qualle nicht zu viel frisst und vorher stirbt. Ah, interessant. Wie spät ist es bitte? Wie bitte? Die Zeit. Ich will wissen, wie spät es ist. Bis bald. Ungefähr 13:30. Die Zeit. Merkwürdige Sache. Die Zeit. Die Zeit hat zwei Bestandteile. Der eine ist der feststehende Begriff Zeit als logischer Ablauf. Der andere ist ebenfalls der feststehende Begriff Zeit als logischer Ablauf, von uns angewandt, um die Dauer zwischen Ereignissen plausibel darzustellen. Und darüber hinaus die Verbindung unterschiedlicher Vorstellungen. Dennoch spiegelt das nicht den genauen Inhalt des von uns häufig gebrauchten Zeitbegriffes wider. Streitbar ist, ob dieses Objekt eine Teetasse darstellt. Nur weil es von einer bewussten Kraft produziert wurde, die bestimmte Anweisungen für den Gebrauch oder möglichen Gebrauch gab. Und folglich gäbe es in einer Welt, die völlig frei von den unguten Strömungen der bewussten Kräfte wäre, auch wenn es ähnliche Dinge wie Teetassen geben würde, nie und nimmer Teetassen. Wie auch immer, dies scheint mir wohl doch nicht geeignet, um auf den Begriff Zeit angewendet werden zu können. Unser Begriff von Zeit ist nicht dafür geeignet, um von einer möglichen Welt völlig frei von bewussten Kräften reden zu können. Denn wenn es wirklich so etwas wie Zeit gibt, dann gibt es buchstäblich keine Zeit auf Erden, in der nicht irgendjemand etwas sehr Repräsentatives für diese Welt getan hätte. Mag man wünschen, dass dies die ganze Reichweite unseres Zeitbegriffes ist. Und dass er die mannigfaltigen Möglichkeiten im Gebrauch gewisser mathematischer Strukturen einschließt, indem er den zeitlichen Aspekt von Dingen darstellt. Jemand, der nicht in der Lage ist, das zu erkennen, versteht auch nichts von dem gesamten Zeitbegriff. Rein gar nichts! We'll be right back.
around.